Bergbau des einzigen zivilen Kampfhubschraubers. Eigentlich ist ja das Original Kampfhubschrauber der US Army, und der Fickers Loch. Basierend auf der Bell 205, kennen Sie auch alle als Teppichklopfer, U1D, Post und viele andere Zusatzbezeichnungen der Modelle. Auf diesen basiert auch die Bell, Kampfhubschrauber aus den 60er und 70er Jahren, wird in einigen Einheiten nach wie vor geflogen. Und wie gesagt, das einzige zivile Gerät dieses Kampfhubschraubers ist Kuba. Der Flying Pulse stationiert in Salzburg im Hangar 7. Und der Sepp hat dieses wunderschöne Fluggerät mit der einzigartigen Bemalung nachgebaut. Mit einem Rotorradmesser von 3,35 Meter, knapp 40 Kilo Abfluggewicht. Wird ebenfalls betrieben mit einer Jakarowski Pro XL Turbine mit 10 Kilowatt Leistung. Ich habe es früher beim Robert Inmeier schon gesagt, das Wichtigste bei seinem wunderschönen vorbildgetreuen Modell ist auch der vorbildgetreue Flug. Wir haben gesehen, wie wunderbar Robert seine EC-135 getragen hat. Im Gegensatz genauso wie das Original, falls Sie das schon jemals fliegen gesehen haben. Man sieht das immer auf der Airbar, zum Beispiel in Zeltweg, vor 2 Jahren. Man kann das auch hier jetzt der Sepp mit seiner Cobra. Weil alles, was uns hier jetzt der Sepp Spiel mit seiner Cobra zeigt, das kann auch der Blackie Schwarzenberger mit seiner Cobra, der Flying Pulse. Ja, Abwurf von Flares, die Rauchanlage, wurde alles vorbildgetreu nachgebaut. Wie gesagt, das sind heute sich hier bei den Flugmanövern sehr, sehr an die Flugmanöver von Blackie Schwarz. Information, die ich natürlich jetzt da noch hinzufügen möchte, bevor jetzt der Bernhard noch in die Luft geht mit seiner riesigen Pro 105, ist, dass natürlich diese Modelle, so wie von Robert Inmeier, vom Sepp Schmierl und jetzt noch vom Bernhard Teufel, der jetzt da seine Pro 105 startet, sind natürlich, Sie haben das alle gemerkt, wir haben das gesagt, über 25 Kilo, diese Modelle sind alle zugelassen. Also das sind im Prinzip sind keine Flugmodelle mehr, das sind schon zugelassene Fluggeräte. Der österreichische Aeroclub darf diese ja abnehmen. Das ist dann jetzt dann wirklich kein Spielzeug mehr und auch kein Modellflug mehr. Da darf man Zitteln sammeln, Nachweise bringen, um die Zulassung zu erhalten. Wie gesagt, diese 3 Flugmodelle sind hier zugelassen. Das zweite Modell, ganz schon angekündigt, die Pro 105, pilotiert von Bernhard Teufel. Vielleicht kann ich Ihnen das so sagen. Bernhard Teufel mit eigener Flugschule, bekannt aus Film und Fernsehen. Vielleicht kennen Sie ihn aus der Kinderserie Dom Turbo. Hat er den Dom Turbo gesteuert. Er fliegt auch für Wetten, dass, und wer sich noch an die Sendung Wetten, dass erinnern kann, da war er auch schon einmal und hat nochmal seine Wette gewonnen, eine Bierflasche mit dem Hubschrauber zu öffnen. Also ein bekannter Mann zeigt uns hier die Pro 105, ein, sag mal, Kussflug-Hubschrauber. Wer es im Original der Flying Pulse schon gesehen hat, wirklich sensationell, was diese Maschine in der Luft aufführt. Werner Teufel
ist jetzt hierher gekommen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Und zwar lachendes Auge, weil es nach langer Zeit seine Po 105 endlich funktioniert. Er hat Motor gewechselt, er hat Antrieb gewechselt, er hat Regler und alle möglichen Sachen an der Hand geändert. Das Modell liegt jetzt und wurde technisch abgenommen. Aber leider Gottes die Brustflugzulassung hat er noch nicht erhalten. Die kommt erst in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen hat er uns mitgeteilt. Man könnte ja auch mit diesem Modell die gleichen Manöver zeigen wie das Original, die 105 der freien Kurs. Aber er darf es nicht. Deswegen sein Weinen. Ja, aber wir haben ja noch eine Messe nächstes Jahr und da kann ich würde sagen, wir freuen uns auf nächstes Jahr, wenn der Berner Teufel hier seine riesige 105 zeigt, auch dann im Vorbildgetreuen Oslo. Also wir sehen, der Bernhard bemüht sich hier jetzt als Hauptfiguren, die er quasi machen darf. Wir retten steigen, den steilen Abflug, schnell vorbeiflug, Wingover, ist alles, was quasi eine normale Maschine auch darf er uns auch zeigen, Kursflugzulassung, wie gesagt, auf dem Weg, aber leider nicht eingelangt, deswegen keine Kursflugzuführung mit der Po 105, aber freuen Sie sich auf nächstes Jahr, da hoffen wir, werden wir einiges zu sehen bekommen. So, Bernhard kommt zur Landung herein. Ich bitte um einen riesen Applaus für Sepp Schmierl mit seiner Cobra und Bernhard Teufel mit seiner 105.